Herzlich willkommen bei unserer Reihe Mainzer Köpfe in Gut gesagt Gutenberg TV. Wir haben heute zu Gast einen außergewöhnlichen Gast, nämlich Alfred Huff. Herzlich willkommen, Herr Huff. Vielen Dank für die Einladung. Herr Huff, außergewöhnlicher Gast. Kennen Sie sich in diesem Haus, wo wir die Mainzer Köpfe aufnehmen, etwas aus? Ja, ja, kenne ich mich aus, ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal in meinem eigenen Hause im Studio sitze, das hätte ich nicht gedacht. Aber umso attraktiver wird das Ganze. Ja, das ist ja auch eine spontane Entscheidung gewesen, wie wir Mainzer sind. Und da ich ja ein Urmainzer bin, in Wiesbaden geboren, das ist dem Publikum schon seit Jahren bekannt, die uns regelmäßig schauen. Aber bei Ihnen ist das anders. Sie sind wirklich in Mainz geboren? Mhm. Ja, ja, in der 6. Generation mittlerweile. Und so alt sehen Sie aber gar nicht aus. Nee, ja. Und hat sich so ergeben, dass ich eigentlich das Konglomerat bin aus Gut und Böse. Mein Vater ist nämlich ein Finder und meine Mutter ist ein Drasermädchen. Also das hat natürlich in der Fasnachtshochburg Mainz ein besonderes, ist das eine besondere Delikatesse für die Büttenredner. Ja, ein wobei Finder. Die Finder und die Gonsenheimer sind ja noch schlimmer dran. Ja gut, aber die Dreiser sind ja auch mit schlimm dran, weil da gibt es die Mädchen mit den größten Baugrundstücken, sagen sie immer. Ja. Oder in Finde. Ja. Ja, oder in Finde, genau, die Spargel. Aber scherzhaft gefragt, aber ernsthaft jetzt noch einmal nachgelegt. In Mainz geboren und wie sind Sie denn zu einer solchen Tätigkeit gekommen? Das, ja, eigentlich, weil ich immer schon Musik gemacht habe. Und eigentlich ist mein Vater da ein bisschen dran schuld, weil der hat mir mit 7,5, 8 Jahren war ich da, das Trompetenspiel beigebracht. Erstmal ganz rudimentär, ganz einfach, dass man eine Tonleiter, dass man mal einen Ton rausgekriegt hat, hat mir die Noten beigebracht. Und dann habe ich mit 11 also das erste Konzert schon gespielt und Jugend musiziert und habe da gewonnen. Und ja, und so ist das in der Musik auf jeden Fall bis zum heutigen Tag erhalten geblieben. Ich habe dann später mich entscheiden müssen, ob ich Musik studiere oder nicht. Und dann hieß es dann von meinem Elternhaus aus, es ist besser, du lernst erstmal einen vernünftigen Beruf. Das habe ich auch dann getan, hier auch in Mainz, eine Lehrstelle gehabt bei der Firma Siemens und bin dann nach meinem Abi über den zweiten Bildungsweg, das war damals gerade der Beginn der Möglichkeit über das Kettlerkolleg oder über Fachhochschule oder vielmehr Fachoberschule hieß es und technisches Gymnasium, dann sein Abitur nachzumachen, dann Bundeswehr und dann habe ich Ausreise sozusagen aus dem geliebten Mainz genommen und bin nach Düsseldorf. Und dort habe ich dann Musik studiert. Endlich. Also das, da waren Sie dann auf der anderen Rheinseite, aber gemessen an dem, was Köln und Düsseldorf anbelangt, haben Sie die richtige Rheinseite wieder gehabt. Die Düsseldorfer werden ja auch ein bisschen wie die Wiesbadener waren. Ja, ja. Ich habe auch diese drei Hochburgen, um auf den Karneval zurückzukommen, auf die Fasnacht, alle erlebt. Ich war 6 Jahre in Düsseldorf, war knappe 4 Jahre in Köln und den Rest habe ich in Mainz verbracht. Also die drei Hochburgen der Fasnacht habe ich auf jeden Fall mitgekriegt, von der Pike auf sozusagen. Und den richtigen Ton dabei gefunden? Den Ton habe ich, das war ein schöner Zufall, weil ich hatte ja keine Bleibe. Als ich nach Düsseldorf gegangen bin, wusste ich nicht, da wollte ich nur die Aufnahmeprüfung am Robert-Schumann-Institut machen. Und habe die 6 Wochen, auch während der Vorbereitungszeit, bei einem Freund gewohnt, der übrigens auch Mainzer ist. Der kommt eigentlich aus Ginsum, wollen wir genauer sagen. Aber ihm, der hat mich aufgenommen, hat mir gezeigt, wie das geht, wie die Stadt ist und so. Mich echt verliebt in Düsseldorf. Es war eine sehr schöne Zeit auch. Und dann habe ich Musik studiert und habe auch eine eigene Bude dann gehabt im Studentenwohnheim. Und rausgekommen ist, dass er in Mathe 3 damals Hilfe gebraucht hat. Und dann habe ich gesagt, zeig dir, wie es geht. Mathe ist nicht so schwierig. Und er war völlig perplex, dass einer, der Musik studiert, ihm Mathe Nachhilfe gibt. Das war aber so. Ich bin da, was das anbelangt, bin ich ziemlich fit. Und da hat er gesagt, Mensch, du bist doch eigentlich bekloppt. Warum studierst du denn nicht ein Fach, was dir sowieso leicht fällt? Komm doch mal mit zu den Ton- und Bildingenieuren und guck dir das mal an. Das würde dir nicht nur Spaß machen, sondern das würde dir auch leicht fallen. Ich habe mir das angeguckt und er war eigentlich dran schuld, dass ich dann nach dem 4. Semester sozusagen parallel, als Zweithörer damals noch, Ton- und Bildtechnik studiert habe. Ich habe dann 79 Musikexamen gemacht und ein Jahr versetzt 80 dieses Diplom auf meinen Geburtstag, war die mündliche Prüfung und habe auch bestanden, wie schön. Und bin dann nach Köln. Und das ist auch die zweite Ecke der meiner fastnachtlichen Welt da.
Und das war dann beim WDR in Köln? Und Als Aushilfe habe ich beim WDR gearbeitet, als fester Freier in einem Tonstudio, sowohl als Musiker als auch als Toningenieur, immer vor der Scheibe, hinter der Scheibe. Und dann irgendwann habe ich dann gedacht, ach, guckst du mal im Kölner Stadtanzeiger, war eine kleine Initiation und da stand drin, das Rundfunkorchester des Südwestfunks unter Leitung von Emmerich Smola sucht einen Tonmeister. Damals hieß das Aufnahmeleiter. Och, guckst du mal, was du so wert bist auf dem Markt, bewirbst dich mal. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich beworben, habe diese Stelle auch noch gekriegt und bin von Köln nach Kaiserslautern. Und das war ja schon ein Schock, also von dieser gigantischen Stadt Köln dann nach Lautere. Wobei, am Schluss hat sich der Kreis wieder geschlossen, meine Frau ist in der Palz aufgewachsen und dann hat es dann wieder Verbindung sozusagen. Aber es war eine schöne Zeit, auch eine sehr lehrreiche und Herr Smola ist ja jetzt gerade vor ein paar Monaten leider gestorben. Aber ich erinnere mich gerne an diese Zeit des Rundfunkorchesters. Ich habe da auch viel gelernt und größere Literaturkenntnis so über Orchesterwelten und über gehobene Unterhaltungsmusik hieß es damals. Ich habe immer etwas, am Anfang habe ich gedacht, naja gut, die Opern und die Welt der Konzerte sind anspruchsvoller. Das ist aber nicht der Fall. Die gehobene Unterhaltungsmusik, auch die Operette, das Musical, wenn das gut gemacht ist und gut interpretiert, dann ist das nicht ohne. Ich habe auch ein schönes Beispiel, weil der prominenteste, den ich hatte, war der José Carreras. Und der hatte für mich, als ich war der Tonmeister für das Orchester, also für die Aufnahme im Südwestrundfunk, das in SWR 2 dann immer ausgestrahlt wurde, mit den Moderationsteilen vom Hans Mohler. Und eine Tonmeisterin war von dem Schallplattenverlag oder von der Produktionsgesellschaft, die die CD, und damals noch eine LP, verantwortete. Und wir zwei haben dann sozusagen den begleitet, dass er die ganzen Operettenmelodien singt. Ja, als sozusagen das Orchester geguckt, dass er Herr Carrera singt. Und eine Riesenbegebenheit, wo ich das erste Mal auf die Taste gedrückt habe und gesagt, okay, das halt leider nicht, war, dass Herr Carreras gesungen hat. Nein, ist mein ganzes Herz. Er sagt, Herr Carreras, wir singen ja hier in Deutsch, ja. Ich muss dazu sagen, ich spreche ein bisschen Spanisch und habe ihn auch im ganz höflichen Spanisch dann angefragt, dass er das nicht, dass er deutlicher sprechen müsste. Und dann ist erstaunlich, oder hätte jeder andere Sänger oder hätte vielleicht gesagt, was will denn der da, der hat doch nichts zu sagen und so, ich singe wie ich will und so, ich bin ein großer Weltstar. Nein, hat sich seine Tonmeisterin der Schallplattenproduktionsfirma genommen, ist mit der für eine Viertelstunde zurück, wir haben das jetzt auch abgesprochen vorher, hat den Text nochmal gelernt und hat diese Arie Dein ist mein ganzes Herz in einer perfekten Deutsch gesungen. Also er wusste das auch, dass das nicht so ganz cool ist, weil er wusste auch nicht, wie das richtig ausgesprochen wurde, hat nachgefragt, hat sich eine Lautschrift gesetzt und hat das dann aufgenommen. Und das fand ich sehr, sehr professionell und es ist ein großes Vorbild gewesen, auch wenn man mal was nicht so richtig kann, mal lieber sich zurückzunehmen, mal nachzufragen und so. Das fand ich eine lehrreiche Sache. Ich fand das toll. Wir haben uns auch gut verstanden. Wir haben leider keinen Kontakt mehr heute. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das einem auch im Selbstbewusstsein stärkt, wenn man den Mut hat, so einen Weltstar zu zeigen, gemacht. War nicht so hundertprozentig. Meine Technik, mein Fachgebiet, da weiß ich, um was es geht. Und deshalb einhaken und dann die Einsicht zu bekommen, das stärkt einem nur darin, gegebenenfalls mal zu sagen, Moment, Meister, so nicht. Ja, ja, gut. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ist eine gewisse Parallelität für in meinem Leben, in meinem politischen Leben, habe ich auch manchmal so an ähnlich der Stelle gesagt, nee, und das nicht, und so nicht. Mhm. Aber es ist nicht immer nur Freude, die ihr dann anschließend kommt. Manchmal bringt es einem auch Ärger. Ja, aber ja, in der Regel bringt es Ärger, wirklich. Ja. Also ja, die Professionalität hängt wirklich damit zusammen, dass er sich bedankt hat, ja, und dass er es wirklich perfekt dann gemacht hat. So war jeder zufrieden nachher. Die Aufnahme gibt es ja im Handel immer noch vermutlich. Denke mal, ich weiß es gar nicht. Sie haben so zwischendrin erwähnt, dass Sie auch einigermaßen gut Spanisch sprechen. Ja. Da gibt es einen Ausflug in eine auf eine spanisch sprechende Insel. Das ist nicht Mallorca gewesen. Nein, es ist nicht. Nein, das ist so ein bisschen mein Rückzugsgebiet. Ich bin ja eigentlich als Komponist und Musiker im Moment ganz gut mit Arbeit belegt. Und eigentlich würde ich jetzt statt auf diesem Stuhl in meinem Studio sitzen und was schreiben. Ich muss es auch unbedingt bis Montag fertig haben. Also ich bin im Moment dran. Zwei große Projekte, die auch wirklich fertig werden müssen. Da ist schon ein bisschen Zeitdruck und die Schwierigkeit liegt darin, immer noch kreativ und tolle Sachen zu schreiben. Das gelingt ja nicht immer, weiß ich ja auch, aber in der Regel passt das, was ich schreibe, auch zum Bild. Insofern, das ist also ein Filmmusikteil, 2x26 Minuten.
Das ändert nichts daran, dass Sie mir meine Frage noch nicht beantwortet haben, woher Sie gut Spanisch sprechen und weshalb Sie einen Ausflug gemacht haben auf eine Insel, wo man viel Spanisch spricht. Also es war so, es ist ein bisschen kompliziert, weil ich hatte bei Jugend musiziert auch als Schlagzeuger gewonnen. Und da gab es eine Begebenheit, weil Max Greger damals mit einem Riesenorchester gespielt hat und Freddy Brock an der Trompete, der immer die Grimassen geschnitten hat. Das war für mich eine der besten Big Bands, die wir hatten. Und der Charlie Antolini hat dort Schlagzeug gespielt. Das war auch großes Vorbild, weil es war so Europas bester Drummer, so damals wenigstens in der Zeit. Ich habe ihn übrigens vor ein paar Wochen wieder getroffen in Darmstadt im Jazzclub, wo er gespielt hat, und es war große Wiedersehensfreude. Und das kam so, dass einer der Gewinner durfte dann auch abends eine Nummer mit diesem Greger spielen. Das war ich halt dann. Ich durfte einmal am Set vom Charlie Antolini eine Nummer mit Max Greger spielen. Das war also der Beginn. Und habe dann später dann auch diesen Beruf hier eingeschlagen, habe Musik studiert und habe immer mit einer festen Band gespielt. Wir sitzen erstmal, das ist die Wildcats, die waren etliche Jahre zusammen, also immer sehr feste Verbindungen. Und die letzte Band, mit der ich spiele, immer noch seit 34 Jahren, Best Company, hier aus Mainz, so Künstlerbegleitung und Galas, immer im Anzug mit Fliege und so, sehr schick, spielen alle vom Blatt, können also alles begleiten, auch wenn es mal ein bisschen schwärzer kommt im Notenpapier. Und wir hatten damals in der Rheingoldhalle auf der Bühne gespielt, bei einer Veranstaltung, und eine andere Band, die immer halbe stundenweise mit uns abgewechselt hat. Und da war ein Schlagzeuger, der hieß Tony, Antonio. Und der war aus Kuba. Und die Band hat so Salsa und so Son und so Zeug auch gespielt. Und auch Reggae und so. Also ein bisschen lateinamerikanisch angehaucht. Mit dem habe ich mich angefreundet. Und dann kam irgendwann im Oktober, November 82 oder 83, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, kam ein Brief, ob ich ihm nicht so ein Paket schicke mit Schlagzeugstöcken und Gitarrenseiten und Bassseiten und so Perkussionskram. In diesen Intershops in Kuba gibt es das nur gegen Dollars und sehr, sehr teuer, und das können sich die Kubaner nicht erlauben. Also ich ein Paket gemacht, Leute gefragt, hier auch Musik Alexander gefragt, günstiger gekriegt, weil es ein guter Zweck war und so, und habe dann dreimal Pakete, immer am Ende des Jahres, so November habe ich die runtergeschickt. Meistens kam Januar, Februar ein Brief, muchas gracias, also alles angekommen und große Freude. Und im dritten Jahr kam der Brief, ob ich das Paket nicht persönlich vorbeibringen wollte. Jetzt sprach ich aber noch nicht so gut Spanisch wie heute, also es gab wirklich da Riesendefizite. Ich verstand auch nicht, was da immer geschrieben war, aber ich hatte einen Freund, der Spanisch spricht, und der hat mir das auch übersetzt immer. Also habe ich eines Tages gesagt, okay, dann nehme ich halt die Schlagzeugstücke und die Gitarrenseiten mit und fahre mal nach Kuba und besuche den Tony. Gesagt, getan. Ich habe dann einen Flug gebucht nach Varadero, 14 Tage Touristen unterwegs, und war auch dann da und habe genau 2 Tage in diesem Hotel gewohnt, und der Rest war ich dann in der Familie bei Tony. Und dann hat man schöne Begebenheiten, und ich war dann, statt diese 2 Wochen, war ich dann 4 Monate auf Kuba und habe Leute kennengelernt, die dann halt wirklich von Rang und Namen waren, unter anderem auch die Musiker von Irakere und Los Banban. Das sind die beiden musikalischen Aushängeschilder Kubas heute noch. Und die Jungs, diese jungen Musiker, haben alle gelernt von den Menschen, die wir unter Buena Vista Social Club kennengelernt haben, Jahre später erst. Aber Jesus und Ibrahim und diese ganzen Leute, die da wirklich Rang und Namen in Kuba, die kubanische Musik vertreten, von denen haben die gelernt. Und die hat man dann auch kennengelernt, weil die saßen dann in Kneipen und haben dann ihren Mojito getrunken, haben erzählt und haben immer Musik gemacht. Und deshalb bin ich auch vermutlich, wobei ich musste ja nach 3 Monaten ausreisen, wieder einreisen. Das darf man ja fast nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Das geht dann so, wenn man jemanden am Zoll kennt, und der Toni kannte jemanden, das war nämlich sein Neffe, glaube ich, oder so. Da geht man dann dahin mit einem Schritt über die Grenze, zahlt $50 und geht wieder zurück. Und deshalb war ich auch 4 Monate am Stück dort. Also ich bin einmal kurz ausgereist, Stempel rein, wieder reingereist. Also kubanisch. Und daher spreche ich dann Spanisch. Ich habe es auf der Straße gelernt. Vermutlich mit vielen grammatikalischen Fehlern, aber so, dass ich zurechtkomme. Das nehme ich für mich auch in Anspruch mit Englisch. Learning by doing, sagen die Amerikaner. Und ich habe in der Schule nie Englisch gehabt. Aber ich habe mit 9 Jahren angefangen, Golfschläger zu tragen bei den Amerikanern in Wiesbaden auf dem Golfplatz Chausseehaus, und habe dann dort Englisch gelernt und kann mich auch einigermaßen unterhalten, natürlich mit einem begrenzten Wortschatz.
Aber im Englischen fällt das auch nicht so stark auf, im amerikanischen Englisch wie in Spanisch, glaube ich, wenn man einen begrenzten Wortschatz nur hat. Ja, das gibt sehr, sehr viele Wörter, die auch verhältnismäßig viel zweideutige Begegnungen haben, sage ich mal. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja, jetzt fliegt er in Kuba rum, kommt zurück. Und dann ist das ja ein Kulturschock, nach Kaiserslautern zu kommen. Das war also noch in Köln und dann, dann bin ich nach Kaiserslautern. Das war ein Kulturschock. Und dann ist der Smola dreieinhalb Jahre war ich in Kaiserslautern. Da ist Smola dann pensioniert worden und mit dieser Pensionierung bin ich auch weggegangen. Und zwar zurück nach Mainz an die Uni, hier zu den Musikwissenschaftlern und habe das, was ich in Köln, ich hatte damals in Köln Musikwissenschaften begonnen, weil diese Tonstudios und diese Dienste, die ich da hatte als Freiberufler, meistens erst in der Mittagszeit begann, 14 Uhr, 15 Uhr, dann bis in den Abend. Und den Vormittag habe ich da rumgehangen und habe gesagt, was machst du denn? Gehst du mal einen Professor Fricke besuchen? Der war damals so der Akustikpapst. Und dieser Konzertsaal, wo wir gerade im Moment sitzen, der ist im Grunde genommen, die Idee ist damals schon entstanden, ein Konzert, einen Raum zu bauen, der akustisch perfekt ist, wo der Boden auf Edelstahlfedern liegt und wo die Wände keine Berührung zueinander haben, dass es Raum in Raum konstruiert ist. Und der Fricke hat eigentlich den Grundstock gelegt. Professor Fricke ist wirklich einer, der sich mit Instrumentenkunde und wie die Stimme abstrahlt, wie die Instrumente wo gut klingen, welches Mikro man für was benutzt und so. Da ist schon viel passiert in der Zeit. Eine große Welt habe ich mir da erschlossen. Und habe auch die Musikwissenschaften mit einem etwas ungewöhnlichen Nebenfach. Ich habe Physik Nebenfach gehabt, aber da kommen wir wieder zur Mathe. Das ist ganz, passt schon gut zusammen. Und Musik und Mathe ist auch nicht so weit voneinander weg. Sehr viel mit Mathematik zu tun. Musik und Mathe? Ja, also wenn ich Sie jetzt fragen würde, ein Intervall von C nach zum F, was ist, wenn ein Intervall ist, dass das eine Quarte ist oder sowas. Mhm. Aber wenn ich dann schon jemanden frage, von C zum Fis, das sind ja feste Halbtöne, das ist wie mit Mathematik, das sind feste Abstände, die kann man dann zuordnen. Also es wäre dann in dem Fall, wäre es eine übermäßige Quarte. C-Fis. Das ist schon interessant, Ihnen zuzuhören. Jetzt zurück in Mainz, aber zwischendrin haben Sie das anklingen lassen, in der Pfalz, in Kaiserslautern, haben Sie ein Pfälzer Mädchen kennengelernt? Aber nicht in der Pfalz, sondern in Mainz habe ich sie kennengelernt. Es ist Mainz, ist der Kristallisationspunkt. Ja. Und da bin ich auch heute hängen geblieben bis zum heutigen Tag. Und das Schöne ist, ich bin als Mainzer wieder in die Heimat zurückgekommen. Ich muss nämlich dazu sagen, dass ich, als ich weggegangen bin von Mainz, also nach Düsseldorf, dann Köln, Kaiserslautern, auch Kuba und so, auch in Spanien, im Festland Spanien, da habe ich eigentlich nie, da hätten sie mir sagen können, so da bleibst du jetzt und das ist jetzt deine Heimat. Das habe ich auch immer so empfunden. Heimat ist da, wo ich gerade mich wohlgefühlt habe. Das hat sich aber verändert. Mit meiner Frau, die ich da kennengelernt habe in Mainz und unserer Tochter Michelle, hat sich die Familie etabliert und es hat sich plötzlich das Heimatgefühl das hat sich so eingestellt, so langsam. Man hat dann das Haus gebaut. Wir wohnen hier in diesem Studio, in dem Haus, wo das Studio ist. Wir wohnen dabei. Wir leben und arbeiten unter einem Dach. Und im Grunde genommen ist das jetzt meine Heimat. Und ich würde Mainz um Gottes Willen nicht verlassen. Das ist schon meine Heimat geworden. Und Sigi sieht das auch so, meine Frau. Ja, Ihre Frau ist aber in der Pfalz aufgewachsen. Ist da groß geworden, ja. Und sie empfindet es genauso. Bei mir ist es ja so, dass meine Frau, die ist eine echte Mainzerin, in Mombach aufgewachsen, Mombach geboren auch. Aber ich habe dann Magel auf der anderen Rheinseite in Wiesbaden geboren zu sein. Aber ich kann Ihnen sagen, ich werde in der Begeisterung für diese Stadt und dies als meine Heimat zu bezeichnen, stehe ich Ihnen nicht nach. Das Mainzer Art ist schon etwas ganz Besonderes. Es ist manchmal schwer zu erklären, aber ich habe im letzten Jahr im Rahmen der Stadt der Wissenschaft eine Veranstaltung organisiert, vorbereitet, durchgeführt, Elternalarm. Mhm. Da kamen Eltern aus der ganzen Republik, um ihre Kinder an diesem Wochenende an der Fachhochschule, an der Universität, an der Hochschule für Musik, an der Katholischen Hochschule, im Institut für Europäische Geschichte, dort, wo sie überall ihren Studien nachgehen, einmal diese Möglichkeiten kennenzulernen, aber auch die Mainzer Lebensart ein bisschen an diesem Wochenende. Und es waren über 3000 Eltern da und es war fantastisch, welche Rückmeldungen wir bekommen haben. Die Sekretärin des Unipräsidenten
Georg Krausch, sie hat mir viele von diesen Mails, die sie erhalten hat, weitergeleitet. Ich habe aber auch selbst Päckchen zu Weihnachten mit Wein aus unserer Region, vom Main und so. Dankeschön für dieses schöne Wochenende. Und das Bezeichnende ist, dass die Menschen auf einmal gespürt haben. Ich bin also mehrere, Herr Hammer, man merkt richtig, dass Sie Mainzer sind. Und dann muss ich Sie immer enttäuschen, dass ich kein richtiger Mainzer bin. Aber nachdem die Ehefrau von Rudi Hengel, Dr. Rudi Hengel, dem MCV-Ehrenpräsident, mal zu mir gesagt hat, Klaus, du bist ein richtiger Mainzer, fühle ich mich auch so. Ja, so ist es auch. Nein, es ist schon eine tolle Stadt und wenn man die Menschen, die Art, wie die Menschen miteinander umgehen, die ist halt eben von einer Menschlichkeit geprägt, die man andernorts... Das vermisst man dann, ne? Ja. 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 Das ist auch so, wenn wir am Samstags gehen, wir in der Regel auch auf den Markt. Das ist allein der Duft und die Atmosphäre und gibt es nirgends anders. Es gibt viele Städte, die auch Märkte haben. Ja. Aber das, was in Mainz ist, das gibt es da nicht. Ja, ich habe das auch so den Leuten nahegebracht in dem Einladungsschreiben. Gehen Sie mal über den Wochenmarkt, wenn Sie da drüber gegangen sind, kommen Sie nachher und sagen, nee, sowas habe ich noch nie erlebt. Wenn Sie hören, wenn eine Marktfrau sagt, ei, Frage, nehmen Sie doch noch ein bisschen Larsch. Ja, das ist ja doch, das kann man nicht verstehen eigentlich als Norddeutscher. Aber wenn man dann sieht, welche Ware über den Korb gereicht wird, ach, guck mal da. Wobei, das ist mir in Köln auch passiert. In Köln hat er gesagt, um Gottes Willen bestellt er keinen halben Hahn. Ja. Dann habe ich gesagt, das esse ich aber gern. Und habe gedacht, es wäre ein halbes Hähnchen und es kam dann eine Käsebrötchen. Also... Das passiert ja in jeder Stadt, haben sie auch ihre Eigenarten. Natürlich. Aber ich habe die alle drei erlebt. Diese drei Städte sind wirklich wichtig. Und wenn wir gerade jetzt wieder in der Fastnachtszeit sind, das passt schon gerade wieder gut. Also da muss ich quasi Fastnachtszeit jetzt ansprechen auch. Da ist eine schöne Geschichte, Heinz Meller, der Heinz Präsident der Bohnenbeidel, Mombacher Bohnenbeidel, hat er so erzählt, der liebe Gott hat zu den Kindern alle eine Sprache, in dem Bayern, ihr Bayerisch, ein Dialekt. Den Hessen ihr Hessisch, den Norddeutschen ihr Blatt und den Schwaben ihr Schwäbisch, den Sachsen ihr Sächsisch. Und nur der Schambes aus Mainz hat nichts gekriegt. Da ist er zum liebe Gott gegangen und hat gesagt, lieber Gott, sag mal, ich bin doch der Schambes aus Mainz. Ich habe kein Dialekt gekriegt. Hat der liebe Gott ihn angeguckt und hat gesagt, dann redst du einfach wie ich. So unkompliziert sind die Mainzer mit ihrem Dialekt. Man kann auch, liebe Gott, mit Mainzerisch abwappeln. Und wir haben ja mit Kardinal Lehmann auch eine Figur der katholischen Kirche in Mainz. Besten Draht nach oben. Ja. Ja, ja, schön. Jetzt will ich aber auch noch ein bisschen in die... Wir haben schon ein bisschen begonnen mit der Privatperson Alfred Huff. Verheiratet mit einem Mädel aus der Pfalz, Tochter, aber... Ist denn bei all diesen vielfältigen, auch kulturellen, ich will noch mal auf die Hochschule für Musik auch ein bisschen zurückkommen, aber zunächst einmal so ins Private hineingefragt, gibt es da noch ein bisschen Zeit für etwas anderes als Tontechnik, als Komponieren, als Vertexten? Gibt es da noch ein Hobby? Ja, ja, es gibt ein paar Hobbys noch. Also wir hatten noch vor einigen guten, das ist schon mittlerweile Jahre her, einen Hund, mit dem bin ich dann regelmäßig durch den Oberolmer Wald gejoggt. Jetzt muss ich alleine, aber ich laufe immer noch. Das ist so schon auch so was, mit sich runter zu beamen und frische Luft zu atmen, weil man doch einen ganzen Tag eingesperrt vor dem Rechner sitzt oder am Mischpult. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite, mit meiner Frau teile ich eine große Leidenschaft, wir lesen beide gerne. Und auch beim Lesen kann man sich auch in andere Zeiten versetzen. Und ansonsten ist wirklich der Tag, also haben Sie schon recht, mit Musik, mit Klängen, mit Musik aufgefüllt. Ja. Es bleibt nichts anderes übrig. Das ist also nur meine Siggi und die Musik. Das machen wir tagsüber und abends ist es halt das Buch oder halt auch mal mit Freunden sich treffen. Und ich glaube, das sind auch die drei wichtigsten Säulen. Also in unserem Leben ist es mindestens so, dass die Ehe eine große Säule trägt mit dem ganzen Verantwortung darum, dass die Freundschaft eine große Säule trägt und dass der Beruf auch eine große Säule in Anspruch nimmt, weil er nun mal doch mehr als 8 Stunden sind wir halt auch hier. Und deshalb ist das Haus auch so, wie es ist. Es ist großzügig gebaut, dass wir uns tagsüber auch genauso wohlfühlen wie in unserem Privatbereich. Das ist wirklich ein großes Argument. Der Architekt
hat uns zwar für ziemlich verrückt erklärt, so große Freiflächen und so Räume zu bauen, das könnte man alles vermieten, da kann man ja Geld mitverdienen. Nee, das wollten wir nicht. Wir wollten eine große Eingangshalle, eine großzügige Welt, wo wir uns wohlfühlen. Nicht nur wir persönlich, sondern auch die Mitarbeiter und auch unsere Gäste und Kunden. Und es ist auch ziemlich gelungen. Also es wird heute noch, und das ist ja jetzt im Jahre März 2000, sind wir ins Medienhaus Mainz eingezogen. Und noch heute sagen die Leute, was ist es, ein schönes Gebäude. Also uns gefällt es immer noch gut. Ja. Insofern haben wir da vielleicht gar nicht so viel falsch gemacht. Nein, ich glaube auch, Sie haben das sehr schön geschildert. Ich glaube, es ist wirklich eine Partnerschaft, ist ein zentraler Punkt im Leben. Und wenn aus einer guten Partnerschaft erwächst dann die Freude auch an Arbeiten. Und wenn man dann in der Arbeit seine Freude findet und dann findet man auch wiederum in Wechselbeziehungen, es fällt einem gar nicht schwer, 10 Stunden oder 12 Stunden zu arbeiten. Nee, auch, weil wenn man damit auch ein Ziel verfolgt und Ziele erreichen kann. Wissen Sie, Herr Hammer, wir hatten schon viele Leute kennengelernt, die auch in ähnlichen Berufen sitzen und die haben ein schwieriges Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit. Und Sie und ich trennen das nicht. Bei uns ist Arbeitszeit genauso kostbar und so wertvoll wie Freizeit. Und für uns geht das unter das Kapitel Lebenszeit. Und das wird gefüllt mit Sachen, die machen ja auch nicht immer alle Spaß, das weiß ich ja. Aber also Buchhaltung zum Beispiel oder Rechnungen reinbuchen und Rechnungen schreiben und rausbuchen. Aber da muss man sich halt als Selbstständiger drum kümmern, sonst funktioniert so ein Laden nicht. Das gehört halt dazu, aber das nimmt ja nicht so viel Zeit in Anspruch. Also die meiste Zeit füllen wir mit Sachen, die uns beiden gut tun. Und meine Frau arbeitet ja mit, schon seit langer, langer, langen Jahren. Also das ist eine gute Symbiose, obwohl es hieß, wenn man den ganzen Tag zusammen ist und den ganzen Abend und die ganze Nacht und morgens zusammen aufsteht und abends zusammen zu Bett geht, dann kann das unmöglich gut gehen. Weit gefehlt, es geht gut. Das ist eine wunderbare Symbiose, weil sie hat einen völlig anderen Aufgabenbereich als ich. Und ich bin ja auch meistens weggeschlossen. Hier, du musst jetzt das und da und so. Sie ist die Organisatorin. Ja, ja, so habe ich sie auch schon kennengelernt. Ja. Selbst sie müssen auch in der Freizeit, die sie mal genießen, im Stadion von Mainz 05, da werden sie auch noch ein bisschen eingeteilt. Ja, und wo kriege ich oft immer blaue Fleck, wenn es dann wieder geht. Heute bin ich ja nicht so laut, sagt sie. Ne? Ja. Und dann bei jedem, kaum ist irgendwas passiert, springt sie auf und die Jungs vorne, die 3, 4 Reihen da vorne, die wissen genau Bescheid, was. Die Frau hat recht, ja. So. Das ist also schon ein großer Sportfan. Bei uns ist das ähnlich. Meine Frau, die hat am Bruchweg, haben sie schon gesagt, du gründest jetzt einen Fanclub, einen neuen Fanclub. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie diesen Ausdruck, den sie verwendet, der ist so vom Klickerspiele. Da sagt sie, ich sage Teufelskreis, aber sie sagt wie irgendein Satansmensch oder sowas. Und dann sagen sie die Fans schon, die Malis ist nicht da. Ja, es ist ja so ruhig im Stadion. Und diese Begeisterung, aber es macht ja auch Spaß. Es ist auch die ganzen Typen, die in Mainz Fußball spielen. Es ist eine, sind sehr verbunden, gell? Ja. Verbunden mit allen anderen. Also wenn ich sehe, was da für eine Stimmung ist und wie positiv das darüber kommt, ohne Krawalle, ohne diese ganze Negative, die man normalerweise auch im Fußballstadion hat. Und dieses Stadion ist wunderbar geworden. Ich bin begeistert. Das ist wirklich toll. Also wirklich prima. Hochschule für Musik wollte ich abschließend nochmal zurückkommen, weil mich verbindet eine, ich sag mal, tiefe Freundschaft mit Frau Professor Claudia Eder, die ich zum ersten Mal mit ihrem Mann in ein Fußballstadion genommen habe, im Spiel gegen SC Freiburg noch im Bruchweg. Und sie hat nachher gesagt, und seit der Zeit ist sie 05er-Fan, sie hängt jetzt scherzhaft in der Ahngalerie im Präsidialflügel der Universität mit einem 05er-Schal. Ja. Sie hat gesagt, wissen Sie, Herr Hammer, sie war ja eine gefeierte Mezzosopranistin. Ja, Professor Eder ist eine tolle Stimme. Ja. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, das war toll, 20.000 Menschen haben für mich gesungen. Und ich habe nicht auf der Bühne gestanden und habe für Menschen gesungen, sondern 20.000. Diese Freude an der Musik, an dem Zusammenleben, obwohl sie in Wiesbaden lebt mit ihrem Mann, der ja hoch angesehener Historiker ist. Und Mainz, das ist schon toll, was sie in Mainz, in der Hochschule für Musik in den letzten Jahren so an Entwicklungsschub, auch mit dem Neubau, genommen hat, ist schon toll. Gell? Ja. Man muss dazu sagen, ich habe auch immer noch eine große Verbundenheit zur Musikhochschule und auch mit zu Herrn Professor Blume, dem damaligen Dekan. Der ist ja jetzt nun mal emeritiert schon und zu Hause, aber der Nachfolger ist auch ein wunderbarer Mensch, der war auch schon mal zu Gast hier bei uns.
Und auch meine Studienkollegin hat dort jetzt eine Aufgabe. Karl Böhmer hat eine Professur gekriegt, das ist ein Studienkollege von mir. Also sind auch viele bekannte Gesichter, die alle dort in Mainz studiert haben und die, aus denen ist, alle was, sind, ist alles was geworden. Also sie sind wirklich hoch angesehene, hochrangige Leute, kluge Köpfe, muss man schon sagen. Mainzer Köpfe. Mainzer Köpfe. Sie haben unsere Sendung mit Alfred Huff jetzt etwas, Alfred Huff etwas näher kennengelernt. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist ein echter Mainzer Kopf. Und schauen Sie wieder bei uns rein in Gut gesagt, Gutenberg TV, Mainzer Köpfe. Viel Spaß beim Zuschauen.